I should check in. Do you mind? No, yeah, of course. What up, Monster Slayer Thanor? Hey. 1 week to the LARP, you stoked? Hell yeah. Attaboy. Yo, we gotta talk road trips next. It's a long drive to Denver. Are we driving with Steph? We'll see. She's a GM, so she's gotta be in Denver pretty early. What are you doing tonight? Mom says I'm supposed to stay at the Lantern until she gets off work. But I kinda wanna hang out at home. Is that okay? Do you, man. But I'm gonna check that homework later tonight, though. Better be done, capiche? Capiche. Good to meet you. Yeah, same. See you around. So weird seeing you do the dad thing. Dad thing? No. No, I'm better than a dad. I'm like dad plus. We trust each other. He tells me stuff he doesn't even tell Char. Ethan didn't tell Gabe about going to explore the old mine. He trusted me to keep his secret. Should I? Or should I blow his cover? Ne, ich würde es ihm nicht sagen. Wir wollen es uns nicht gleich beim... Also direkt am Anfang mit ihm verscherzen. Aber auf der anderen Seite... ich weiß nicht. Nee. You good? Yeah, fine. Just thinking about you as the Hobbs to Ethan's Calvin. Exactly! That's exactly what it's like! Except you're, you know, dating his mom. Clearly you haven't read my Calvin and Hobbes fanfiction. Wow. What? What do you say we get you settled in? Okay. This is what a mining town looks like. Thought there'd be more guys in overalls running around. With soot all over their faces? Exactly. What do they mine here, though? Used to be silver back in the day. And now? Uranium. They blow these big holes in the mountains and sell it off to nuclear power plants. Whoa. Yeah. We'll actually be able to hear a blast later tonight. It's pretty intense. Sounds like it. Look who it is. Jed. Hey, got someone I want you to meet. Alex, this is my buddy, Jed. Buddy hell, will you listen to this horse shit? His boss, he means. You own the Black Lantern. For the last 12 years or so. It's good to meet you, Alex. Heard a hell of a lot about you. Oh? Only bad stuff. Mostly lies. Your brother's full of shit. You know that? He just about wet himself waiting for you to get here. Oh, did he manage to hold it in this time? Good for you, Gabe. I like her. Yeah, she's okay, I guess. We're heading in. You coming? In a minute. Supposed to meet Eleanor to talk spring festival decorations. He tell you about the festival yet? Not in detail. I'll fill you in later. Like, you do not want to get this guy started. I'm loquacious, goddammit. It's charming. Oh, before you leave, word of warning. Max got that old bug up his ass again. So I've heard. Yeah. So, just, you know, eyes open. Anyway, you guys go settle. Alex, this is a mech. I'll mind, Jed. So, spring festival equals mountain prom. It's a lot cooler than it sounds. Not possible. I'm picturing some straight up Wicker Man shit. Oh, you've been before.
The Black Lantern. Und er wohnt oben drüber, hat er gesagt, ne? Er ist also praktisch der Ted Mosby von Haven Springs. Na dann. Shit, man. Alter. This is all yours? Don't sound so surprised. When you said that you had a nice place, I was picturing small but homey. Well then, welcome to my crib. Seriously, this is great. And the best part is, it's actually yours. I'm mostly staying at Charlotte's now. What exactly do you mean, this is mine? It's this thing where people have places they live. We call them homes. I mean it. I want you to have a fresh start here. Hat er ihr gerade einfach eine Wohnung geschenkt? Gabe. I... Thank you. You got it. Just promise me you don't throw too many keggers at end in surprise fires. Jed will kill me if that happens again. Sure thing. So ein offenes Bett einfach. Didn't in we der already Wohnung? Do the whole staring at me thing? It's just. You look a lot like how I imagined you'd be. Yeah? Do I look how you expected? I honestly didn't expect you to have a beard. Well, they didn't tell you? When you move to Colorado, you automatically get an amazing beard, a pretentious knowledge of craft beers, and a Subaru. Funny. I didn't get any of those things. Don't worry, I will stop at nothing to get you your very own Colorado welcome kit. Good. Ich will, dass Alex auch ein Bart bekommt. I actually got you something. Wait. What? Außerdem hat er ihr schon eine Wohnung besorgt. Surprise. Wait, is this? This is the album I requested. I know. I'm good. I was gonna get this for you. Well, I got it for you first, so I get the credit. Fine.
Give me a sec. Yeah! Hey, Mac. Can I help you? Something's wrong. I read Riley's phone. I know you've been meeting with her behind my back. It's not what you think, Mac. Oh, good. Was hast du im Telefon deiner Freundin zu suchen? Because I thought you were fucking my girlfriend! Dude, I promise, you've got it all wrong. Tell me why I shouldn't kick your ass right now! No. No, 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 not here, no, no, not here! It's not my place, Mac. You really need to talk to your girlfriend. I'm talking to you! Gabe, I didn't... It's okay. Your sister's fucking psycho. You could both go fuck yourselves. I'm so sorry. Don't worry about it. Fuck. Holy moly. Wait, Gabe. Alex. It's fine. I gotta go stop my shift. Fuck. Great. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I guess I might as well unpack. Gucken wir erst mal ins Handy. Hey Alex, Ryan hier. Es war wirklich nett, dich im Plattenladen kennenzulernen. Freue mich darauf, später mehr zu reden. Hat mich auch gefreut, klingt gut. Steph hat noch geschrieben. Hey Alex, Steph hier. Tut mir leid, dass ich wie ein Verrückter rausrennen musste. Freue mich darauf, dich heute Abend in der Lantern richtig kennenzulernen. Gleichfalls. Okay, dann haben wir noch my blog. I'm gonna choose to believe this isn't about me. Mike, Lola. Es reicht mit den ganzen Hergezogenen. Mir ist egal, ob es für die gut für die Wirtschaft ist. Ich vermisse das Haven von früher. Es wäre okay, wenn die wüssten, wie man fährt. Besonders im Schnee oder nachts.
Erinnere mich, Mike, bist du nicht selbst vor ein paar Jahren aus Jersey hergezogen? Ja, und guck nur, wie es seitdem den Bach runtergegangen ist. Wem hast du es gezeigt? Dir selbst. Freiwillige gesucht für das diesjährige Frühlingsfest. Die Anmeldung ist rechts bei Leaf's Blumen. Kommt vorbei und seht, welche Rollen noch bei den Freiwilligen gebraucht werden. Welche Rollen noch ein Freiwilligen brauchen. Sorgen wir für ein weiteres großartiges Fest. Die Black Lantern liefert wie immer das Bier. Die Kunstwerke befinden sich in Arbeit. Besonderen Dank an Diane von der Typhon Minengesellschaft, die Typhon Sponsoring des diesjährigen Fests koordiniert hat. Diane Jacobs, es war uns eine Freude, machen wir dieses Jahr zu einem Jahr, an das man sich erinnern will. Okay. Tagebuch. Erinnerungen. Da ist noch nichts drin. Ja gut. Dann, Postkarte. Greetings from Mexico. Looks like we've both had people trying to help us. I'm glad it made a difference for Gabe. Gabe Chen, Main Street, bla, Haven Springs. Gabe, ich habe deinen Brief gestern erhalten. Mir geht es blendend. Falls du je einen Neustart brauchst, komm hier runter. Denn Heiliger Schroß sagt, das Essen ist großartig und die Drinks noch besser. Ich werde es nie überdrüssig zu hören, wie gut es für dich läuft. Manchmal denke ich an unser erstes Treffen in der Jugendstrafanstalt. Sicher, du hast mir dreimal gesagt, ich soll mich verpissen. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der jedem meiner Worte so genau zugehört hat. Ich wusste schon, dass du mit allem zurechtkommst. Der Punkt ist, du warst der beste Junge, für den ich je Mentor war. Vergiss das nicht. Lass mich wissen, wie es mit Alex läuft. Hoffentlich findest du sie. Mit Liebe, Len. Riss. I know it kicked the drywall crack when I see one. But it looks like Mr. John Chen left San Miguel County about 6 months after his arrival. Yeah, is there like a forwarding address on file? I'm sorry, sir. That's not information we retain. Thanks again for calling the San Miguel County Clerk's Office. Have a pleasant afternoon. No! Hey, don't! Eine neue Erinnerung freigeschaltet. Gabe, Riss. Kapitel 1. Oh, das kann ich anhören. But it looks like Mr. John Chen left San Miguel County about 6 months after his arrival. Yeah. Ah, okay. Er war seit einer Woche in der Stadt und verbrachte seine ganze Freizeit damit, Papa zu finden. Es war natürlich nutzlos. Papa war Jahre zuvor von hier verschwunden, war in eine neue Stadt zu einem neuen Job gezogen. Gabe rief im Amt an, folgte einem Gerücht und für eine Sekunde musste er gedacht haben, er hat den Fall geknackt. Unsere Akten sagen, dass ein Herr John Chen, echt jetzt, für kurze Zeit ein Einwohner von Haven Springs, Colorado war. Aber dann, es ist so ein beschissenes Gefühl zu erkennen, dass du alle Optionen ausgeschöpft hast, aber einfach kein Benzin mehr im Tank ist. Anfangs kannst du nur durchdrehen, die Wand treten, die Sterne anschreien und hoffen, dass du eine Lawine auslöst. Doch irgendwann, wenn dir die Wut ausgeht, musst du dich selbst im Spiegel ansehen und dich fragen, wer du danach sein wirst. Und Gabe hatte keine Antwort. Noch nicht. Okay. Ist es ein Arcade-Automat? Ja, ne? Das machen wir gleich. Gabe looks like he fits right in. Oh man. Gabe used to crush me. Jerk. Okay. How did he get this up here? Hoch, runter, links, rechts, springen. Okay. Sammle alle Münzen. Ja dann. Ethan, Steph, Gabe, Ducky. Ja gut.
Das ist ja mega witzig. Wow. Richtig geil. Ah, fuck. Da sieht man mal, wie gut ich bin in so Games. Mit der Lampe kann ich nämlich die... Kann ich durch die Geister durchlaufen, glaube ich. Also, ging ja gerade. Highscore 60.000, ja leck. Niemals. Okay, vor denen muss ich mich in Acht nehmen. Da muss ich vorsichtig sein. Gehen die da jetzt im Kreis rum oder was? Super ätzend. Mist. Scheiße. Oh, ätzend. Ja, okay, probieren wir es mal anders nochmal. Das führt jetzt zu nix. Okay, dann lass mal hier rumgehen. Gabe always wanted a bike like this. Wir sollen nämlich auspacken, deswegen mache ich natürlich erstmal alles andere. Is that a sword? Vielleicht fürs LARP? Plattenspieler? We didn't even get to finish the song. What an honor to be the sister of the Rubber Duck Derby second place finisher. Charlotte made this? Gabe mentioned she was an artist, but I didn't realize he meant, like, professionally. I could never make something so personal. Voll geil. Huh. I've really changed the art style since I read these. Must be Ethan's. Wonder how many times Gabe's been forced to play. Dino Riser 2. Corythosaurus Cup. Okay. Wait, what? Is that a real live dead deer? Schön. Was haben wir hier? Ein Buch. Holy shit. It looks like Gabe actually read this. Die großzügige Umarmung. Verantwortungsbewusste Erziehung eines unabhängigen Kindes. Annabel Lightman Gawang. PhD. Kapitel 4 ist am wichtigsten. Besprechen wir es mit etwas Wein. Ich liebe dich, Charlotte. Also nehme ich jetzt mal an, dass Charlotte sein soll. Gabe brushing up on comics and art. Really going the extra mile for Ethan and Charlotte. Er gibt sich ja Mühe, ist doch cool. Oh geil, ein Puzzle, wo ein
Teil fehlt. Alter, wie geil. Das ist ja richtig, richtig sad, ist es ja. Wow. Looks like Ryan turned my brother into a model citizen. At least I held it together in front of him and Steph. Broadcasting straight from your local record store. KRCT. How fucking cool is that? Haven Springs number one choice for indie rock. Ja, nice. So, hab ich noch was? Ein Foto? I'm really happy for you, Gabe. Ja. Rucksack. Da ist noch ein Foto. Schublade. Rileys Briefe. So Gabe and Riley have been working on her interview and Mac thought they were sleeping together. Mm, this is fucking stupid. Das ist es, okay. Colorado Institut für Technologie. Frau Leaf? Frau Lethe? Ihre Bewerbung für die Programmierungsstartplattform im Sommer von 2019 von CIT wurde begutachtet und wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie zu den Gesprächen weitergekommen sind. Das Zulassungsamt wird Sie in den nächsten Tagen kontaktieren, um einen Termin für Ihr Gespräch festzulegen. Glückwunsch und viel Erfolg. Gabe, es ist passiert. Bitte, bitte hilf mir bei der Vorbereitung, Riley. Okay. I'm telling you, his story doesn't add up. He wants you. He's helping me get into college, baby. You know dudes can do nice things without the expectation of getting laid, right? A high school dropout? A guy who went to fucking juvie? Wants to be your study buddy? What, out of the goodness of his heart? Oh my God, Mac, we're friends. There is nothing going on between Gabe and me. Erinnerungen, Mac. Rileys Brief. Um ehrlich zu sein, wäre es toll, nicht Max wütende Unsicherheit in meinem Hirn zu haben. Es ist so ein dringendes Gefühl, ein Seil um seinen Hals, das ihn vorwärts zieht und ihn antreibt, ihn zwingt, etwas anderes als sich selbst zu finden und auf das er seine Wut richten kann. Jeden Morgen wacht dieser Typ mit der sinkenden, unabstreitbaren Sicherheit auf, dass heute der Tag sein wird, an dem Riley zu Sinnen kommt, erkennt, wie viel besser und schlauer sie ist als er und sich von ihm trennt. Also ist es fast eine Erleichterung, wenn er ein externes Ziel für seinen Selbsthass findet. Rileys lustigen Barkeeper-Kumpel, derjenige, der ihr hilft, ihren Träumen Haven Springs zu verlassen, zu folgen. Er erzählt sich selbst eine Geschichte, macht Gabe zum Bösewicht und zumindest, bis er auf ihn losgeht, kann er sich selbst davon ablenken, sich wertlos zu fühlen. Ich wünschte, ich könnte es nicht so verflucht gut nachvollziehen. Alex? Alex? Do I wanna know? Ja. Guess I kind of gave Gabe the runaround, huh? Ministerium für soziale Dienste von Oregon, Amt für Kindeswohlbezirk, Multnomah, Red Vance. Ort kann ich preisgeben werden. Versuchen Sie es bei der Direktorin Amy unter bla. Alex wurde in einem Gruppenheim im Bereich Portland untergebracht. Sunnyside Valley Heim, Jugendamt Everett Springs, Gruppenheim, helfende Hände. Anita and Eduardo. They were one of the good ones. Hallo Gabe. Eduardo und ich freuen uns sehr, von dir zu hören. Wir sind froh, dass es nach all diesen Jahren so gut für dich läuft. Colorado ist sehr weit weg. Leider war es schwierig, weiter mit Alex zu reden, nachdem sie im System war und wir wissen nicht, wo sie jetzt lebt. Hier ist die Telefonnummer der Agentur. Vielleicht können sie helfen. Oregon Jugendschutzamt, bla. Leitung nur am dritten Mittwoch jeden Monats verfügbar. Versuch soziale Dienste Kindeswohl. Wir wünschen dir viel Glück dabei, sie zu finden. Alles Liebe, die Moraleses. Morales? Wow, Gabe's been looking for me for a while. Okay, hier gibt's halt nach verschiedenen Nummern von Jen. Und es gibt mehrere Alex Jens. Das ist ein Dude. Order my voicemail. Old number, now some dude. No. Okay, also er hat versucht, Alex zu finden, und zwar schon eine ziemliche Weile, so wie es aussieht.
No way. Gabe has this photo too? Look at our parents. Mom's healthy. Dad's only kind of an asshole. Okay. Oh, wir können den Kleidungsstil ändern. Das ist cool. Ich habe ein paar Vorbesteller-Skins freigeschalten. Oder halt habe ich bekommen. Das ist das, was sie jetzt hat. Schauen wir mal durch. Oh, halt. Das ist nicht so nice. Okay. Colorado. Das finde ich cool. Das nehmen wir. Ja doch, das mag ich. Okay. Als nächstes sollen wir den Rucksack auspacken. Aber Leute, ich muss jetzt leider, was heißt leider? Ich würde noch mega gern weiterspielen, aber ich habe jetzt leider noch was anderes vor. Deswegen muss ich die Aufnahmesession jetzt fürs Erste beenden. Ich guck mal, ob ich vielleicht sogar heute Abend noch dazu komme. Ah, wobei, ich muss noch Podcast schneiden. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bin ich mega, mega froh, dass wir jetzt endlich hier im Let's Play zu Life is Strange True Colors angekommen sind. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Ich freue mich mega darauf, diese Story zu erfahren und mitzufühlen und mitzuerleben. Und bin gespannt auf die Reise, die wir hier mit diesem Spiel machen können. Und hoffe, ihr habt Bock, da teilzuhaben. Schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr noch den Link zu gerade eben genanntem Podcast. Da könnt ihr da mal reinhören in der Zwischenzeit. Und dann sehen wir uns nächste Woche an dieser Stelle mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin, Leute, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut, ciao.